Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Heute ist wieder ein guter Tag für die innere Sicherheit in unserem Land. Wir haben das Polizeischutzgesetz eingeführt, wir haben über die Fußfessel beraten und aktuell beraten wir über die Reform des BKAs. Auch der Ausblick auf die nächste Sitzungswoche stimmt mich bereits freudig. Es geht um die Verbesserung beim Digitalfunk für die Sicherheitsbehörden, es geht um das Verschleierungsverbot, es geht um Bodycams, es geht um öffentliche Videoüberwachung. Und Sie sehen, dass die unionsgeführte Koalitionsregierung hier klar im Sinne unserer inneren Sicherheit arbeitet. Wir haben Verschärfungen beim Asylrecht vorgenommen in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben den Terror effektiv bekämpft. Wir haben die Sicherheitsbehörden mit mehr Personal aufgestockt und entsprechend gestärkt. Und das BKA-Gesetz, wie richtig erwähnt, ist ein Baustein in diesem ganzen Prozess. Und es geht dabei nicht nur um mehr Personal, um mehr technische Ausstattung und nötige Rechtsmittel. Es geht hier vor allen Dingen um ein effektives und modernes System der Kommunikation, Fallbearbeitung und des Informationsaustausches zwischen den Polizeien der Länder und des Bundes. Moderne Datenverarbeitung ist im 21. Jahrhundert Alltag eine banale Wahrheit, aber diese moderne Datenverarbeitung und Vernetzung ist leider noch nicht ganz Alltag bei unseren Sicherheitsbehörden, ebenso eine banale Wahrheit. Der Gesetzentwurf hat drei Ziele, die ich sehr unterstütze und die auch im Interesse aller Parteien hier im Deutschen Bundestag sein sollte. Es geht erstens um die Stärkung des Datenschutzes. Es geht zweitens um die Harmonisierung zur Verbesserung des Flusses von Informationen zwischen den Polizeibehörden in Europa. Und es geht drittens um die Modernisierung des BKAs als Zentralstelle für die einheitliche Informationstechnik zur Verfügung stellt, Prozesse koordiniert und Diskussionsprozesse moderiert. Es ist so, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten verschiedene zahlreiche Eigenentwicklungen, Sonderlösungen, Schnittstellen, unterschiedliche Dateiformate und unterschiedliche Erhebungsregeln entwickelt haben, die es zwischen den Ländern und dem Bund, den Polizeibehörden, erschwert, Informationen auszutauschen. Das kostet eine Menge Geld. Es kommt zu meinen doppelten Entwicklungen. Und dieses Steuergeld ist, glaube ich, sinnvoll angelegt, wenn wir das Ganze harmonisieren. Das neue Gesetz wird deshalb hier eine Zeitenwende einleiten, kleine Könige entmachten und eine einheitliche Strategie einführen. Das klingt für uns, die in den letzten Wochen und Monaten sich mit den Themen digitale Verwaltung beschäftigen, nicht neu. Das haben wir auch in anderen Bereichen der Staatsverwaltung zwingend nötig. Und deswegen freut es mich besonders, weil hier die beiden Herzen in mir vereint sind, die innere Sicherheit und die digitale Verwaltung in einem modernen Staat. Denn die Maßnahmen auch im Bereich Aktualisierung und Anpassung 21. Jahrhundert sind nötig. Wir leben nicht mehr in den 1970er Jahren, worauf die Struktur des BKAs und der Informationsaustausch fußt. Und deswegen müssen wir uns auch darüber heute und natürlich in den nächsten Wochen auch mit anderen gesetzgeberischen Maßnahmen nötig flankierend darüber unterhalten, wie wir auch den Zugriffsbefugnisse für die Polizeien im 21. Jahrhundert auf die Kommunikation von Tätern nämlich verbessern können. Das Telefon wurde 1844 entwickelt. Mobiltelefone gibt es seit 1973. Die erste SMS mit dem Text Frohe Weihnachten wurde 1992 versendet. Und Apple hat sein iPhone 2007 erstmalig auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist es so, und für viele Menschen und Bürgerinnen und Bürger ist es kein Unterschied, ob sie einen Anruf mit einem WhatsApp-Programm machen oder über das GSM-Netz oder mit einem Festnetztelefon meinetwegen. Aber rechtlich machen wir da Unterschiede im Bereich des Zugriffes, und so erschweren wir den Polizeibehörden und Nachrichtendiensten hier auch entsprechende Möglichkeiten, diese Informationen abzugreifen, nicht abzugreifen im Sinne von etwas Negativem, sondern auch Terroristen hier zu überwachen. Hier müssen wir entsprechend uns weiter überlegen, wie wir diese Möglichkeiten des Zugriffes der Polizeibehörden verbessern können, um nicht nur die IT-Landschaft, den Hintergrund, sondern auch die Befugnisse
ins 21. Jahrhundert zu transportieren. Die am 20. Januar neu geschaffene Stelle CITES, die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, darf ich hier deswegen noch einmal erwähnen. Sie wird ist genauso ein sinnvoller und wichtiger Baustein für die Verbesserung der Arbeit unserer Polizeibehörden, wie auch die Einführung des neuen BKA-Gesetzes. Ich freue mich hier auf die Beratungen, bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wendt. Schönen guten Tag.